So, herzlich willkommen zum zweiten Teil Big Pharma. Letztes Mal hatten wir Medikamentenproduktion und Heilmittel verbessern. Heute schauen wir uns Erkundung und Forschung an und eventuell Katalysereaktionen. Mal schauen, wie weit wir kommen. So, Erkundung. Hier ist gerade der Wirkstoff. Achso, da unten. So, also jetzt müssen wir nachschauen. Ein neuer Wirkstoff. Das heißt, nicht entdeckter Wirkstoff, das kleine Symbol und das X1 sagen uns, dass wir einen Tag an den Ort schicken müssen. Die Dinge. Stellen Sie einen Tag, indem Sie oben rechts einstellen klicken. Zack, 50 € pro Tag. Achten Sie auf das, wie sich nun die Anzeige unter ihm ändert. Ja klar. Hier erfahren wir die Anzahl untätigen Entdeckern, die werden dann und weisen Sie den Entdecker zuweisen. Zack. Okay, jetzt arbeitet er hier an dem Drachenkäfer. Der Prozentwert verrät uns, oh, geht aber schnell, wie lange es dauert, bis ein Wirkstoff entdeckt ist. Der Einführung liegt in der Entdeckungsgeschwindigkeit bei 5-fach 8, deswegen, damit Sie nicht zu lange warten müssen. Im echten Szenario würde dies wesentlich länger dauern. Forschung, navigieren Sie über die Schaltfläche am unteren Bildrand zur Registrierung. Forschung können Sie Wissenschaftler einstellen und diese neuen Forschungsprojekten zuweisen. Jedes Forschungsprojekt führt zu etwas anderem. Manche schalten Maschinen frei, manche eröffnen neue Wirkstoffe und wiederum andere ermöglichen ihnen neue Forschungsprojekte zu beginnen. Um diese Einführung abzunehmen, benötigen Sie den Zugang zu einer neuen Maschine namens Ionisator. Stellen Sie einen Wissenschaftler ein, wenn Sie. Zack. Also hier müssen wir hinkommen. Und eigentlich ist jetzt erstmal für das hier. Egal welches mir. Tablettendrucker haben wir ja. Ach so, wir haben das alles schon. Jetzt denkt doch gerade. Jetzt macht er das hier genau. So, Effizienz verbessern. Gehen Sie zurück zur Produktionstab. So, während wir den auf der Erkundung unseres neuen Wirkstoffes haben, sollten wir unsere bestehenden ein wenig verbessern. Haben Sie schon bemerkt, dass Ihr Tablettendrucker länger braucht als Ihre Dampfer? Das stimmt, sehen Sie. Ja gut, das mit den Zweien, das habe ich ja vorhin schon mal gehabt, das habe ich mir ja vorher schon gedacht. Ne? Also, hat sich irgendwas abgeschlossen? Fließband, zack. So. Diese Reihen sind mit den Zweien der Blendung über das Fließband. Ja. Wie Sie nun sehen, werden die Medikamente jetzt auf beiden Tabletten aufgeteilt, damit es so besser kommt. So, ja, genau. Aber, ja. Wenn Ihr Wirkstoff entdeckt wurde, in der Forschung erscheinen links oben Mitteilungen, sehen Sie hier regelmäßig nach, um immer auf dem Laufenden darüber zu sein, was in Ihrer Branche passiert. Also hier. Wirkstoff entdeckt. Ja, das ist Pupillenverengung ist die Nebenwirkung und Blutdruck senkend ist die okay, Angina-Mittel wenn es verbessern Wirkstoff öffnen. So. Und das können wir Angina-Mittel können wir da machen. Okay. Gänserige Wirkstoffe. Oh, da bin ich ja schon. Er enthält ein Heilmittel, das den Blutdruck senken wirkt, um ein bisschen mehr Geld zu erwirtschaften, werden wir es zu einem Angina-Mittel verbessern. Implantieren Sie neue Wirkstoffe über einen leeren Sockel und bauen Sie eine Produktionslinie, die ihn verbessert. Ah, okay. Hier, aber wo dann raus?
Nur noch einmal Erweiterung im Platz. Ja, klar. Ist ja logisch. Denken Sie daran, die Maus über den Effekt Blutdruck senken zu führen, um zu erwarten. Das müssen Sie in den Workshop auch die angegebene Verbesserung von der 06 in Inwert aufhalten. Okay, also. Das hier. Import. So. Also, lass uns das mal anschauen hier. Wir müssen hier hoch. Hä? Also, ich benötige den Verdampfer, damit es mehr Wirkung hat. Ne? Zum einen. Kann man das eigentlich so nah dran machen? Ja, genau. So. Und das wird dann, ja, besser. Das ist dann inaktiv, diese Nebenwirkung. Wir brauchen dann nochmal einen Verdampfer. Was macht der hier? Senkt die Konzentration um 3. Nochmal einen Verdampfer. Ups. Was passiert jetzt? Okay. Jetzt brauchen wir nochmal einen. Ich mache mal Rechtsklick, anstatt zu drehen. Jetzt gucken wir, was um 3 raus wird. Hä? Jetzt Moment mal auf 0 bis 6. Ach so. Ich muss ihn ja runterkriegen und nicht hoch. Aber jetzt nochmal einen Moment. Wirkstoff. So, ich kann den. Ach, da steht 0 bis 6. Ich dachte, den muss ich. Ionisator. Okay, alles klar, dann. Dann habe ich da ein bisschen falsch interpretiert hier. Hä? Ich will. Ah, ich muss doppelklicken. Also, Ionisierung, oder gesagt, so. Halt. Ionisator. Nee, das ist ja falsch rum. So rum wird ein Schuh draus, oder ein Tablet draus, so. Jetzt haben wir. Was haben wir jetzt? Jetzt geht er runter. So, zwischen 0 und 6, das müsste jetzt dann eigentlich sein. So. Und dann machen wir jetzt wieder eine Verbesserung. Mal gucken wir mal, was jetzt draus wird. Nö. Ich verstehe jetzt gerade gar nichts mehr. Wenn ich jetzt nochmal einen nehme. Angina-Mittel. Okay. Ach, jetzt ist runter und jetzt muss ich wieder hoch, oder was? Ach du grüne Neune, das Ahnung. Hätte es denn einer? Also hier wird es dann Angina-Mittel. Wenn ich jetzt aber sage, okay.
Wir machen 1, 2, Blutdruck senken. Und jetzt dann runter. Nee, du musst es nochmal weiter runter, damit es überhaupt erstmal in die Konzentration kommt und dann erhöhen. Nee, so geht es nicht. Okay. Also das heißt, ich muss im Vorfeld schauen, dass es das Mittel wird, was ich beabsichtige zu produzieren. Und im Nachgang dann wieder erhöhen. Okay, gut. Also, sprich, wir müssen den hier jetzt wir machen so, wie ich da auch, beziehungsweise so. Und dann müsste ja der hier halt. So, jetzt wird es ein Angina-Mittel und das heißt, ich müsste jetzt hier dann 1, 2, 3, 4. Also hier wird es dann nur 1 hoch. Das heißt, 4 von denen brauche ich dann. Gibt es denn sonst noch was? Ne, gibt es nur den hier. Wow. Also, hier geht's eins hoch, hier geht's nochmal eins hoch und hier geht's noch eins weiter. So. Das heißt, jetzt muss noch einer der Verdampfer hinzu. Und dann sollte es entsprechend in Ordnung sein. Jetzt ist ein Angina-Mittel, genau. So, jetzt müsste doch eigentlich, also Angina-Mittel haben wir jetzt. Es ist bloß die Frage, verbessern. Ihnen wird auffallen, dass wir dieses Mal die Konzentration senken müssen, anstatt sie zu steigen, und das erreichen Sie mit dem Disco. Ja, das haben wir ja hier. 1, 2 und dann 4 Verdampfer. Sobald wir ja viertel. Müssen die Heilmittel mit ihrem neu erforschten Ionisator verbessern. Was? Ja, den haben wir ja hier, ne? Genau. Denkt ihr gerade. Denken Sie an Ihre Maschinen und Medikamente anzuklicken, um zu erfahren, wie die Verbesserung war. Nach der Verbesserung müssen Sie die Konzentration erneut anpassen, um den Effekt Angina-Mittel zu aktivieren. Führen Sie die Maus über den Angina-Mittel-Konzentrationsbalken, um die aktive Konzentration herauszufinden. Ja gut, wir haben ja jetzt hier Angina-Mittel. Wenn wir wollten, dass es noch ein bisschen besser wird. Ich glaube, wenn wir hier raus, aber dann sind wir draußen. Puh, wie kommen Sie voran? Haben Sie aktiviert? Keine Sorge, sollten Sie durcheinander kommen, sehen Sie den Grundriss unten und dann haben wir gleich. Ja, gut, okay, das ist ein bisschen anders aufgebaut, aber das sind auch nur 3. Jetzt passen wir auf einer. Aber da reicht einer. Warum hier dann? Hä? Das will ich jetzt wissen.
Immer noch Blutdruck senkend. Da stimmt doch was nicht. Da ist einer von... Hä? Das sind Tabletten? Hä? What the fish? Ach, die so... Ach, einer! Zwei von denen? Ach so. Ich muss nur zwei runter, ja. Aber das heißt, wenn ich jetzt den, da ist er dann gleich 3, aber da wäre dann nur 2 und dann nochmal. Ah, okay, das heißt, ich kann auch hier jetzt den. Nehmen wir alles mal weg hier. Zack. Zack. So. Dissolver. So, dann müsste er hier und hier müsste dann aber ein Gene rauskommen. Nö. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Oh, das können wir gerade mal so lassen. Ich verstehe gar nichts mehr. Jetzt mache ich ja wieder eins hoch, also von daher kann das auch wieder nicht sein. Das stimmt was in dem Tutorial nicht. Pass auf, ich habe hier zwei von den Dissolvern und dann habe ich den hier, Ionisator. Vielleicht muss ich die... Ach, es spielt wirklich die Reihenfolge, ne? Das ist ja der Hit dann. So, ist klar. Immer noch Blutdruck senken. So. Ja. Blutdruck senkend. Blutdruck senkend. Und jetzt. Ah, die Reihenfolge spielt eine Rolle. Okay. Alles klar. Und deswegen brauchen wir auch nur 3 dann. Ah, okay. Ah, jetzt, ich habe Verständnis. Das heißt, den hier können wir irgendwo hinstellen, den hier können wir irgendwo hinstellen. So. So, hier. Hä? Ach so. So.
Hier haben wir Angina Mittel und hier geht's hoch. Hier geht's auch dann wieder hoch. Ja. Und hier müsste dann aktiviert werden. Zack, genau. So. Ja. Okay. Benannt und eine Einheit davon verkauft haben, können Sie Forschung abgeschlossen. Ja gut, das wissen wir ja. Aber irgendwie muss ich es ja benennen jetzt, oder? Oder nicht, oder was? Nicht für... Ach so! Oh! Ja, ja klar! Oh. Ist ja klar. So, jetzt aber. Angina-Mittel wird's und hier wird's zur Tablette. So, und jetzt. Jetztle. Genau. Okay, wunderbar. Und schon wieder Abschluss geschafft. So, also, dann haben wir jetzt das hier. Im dritten Teil machen wir dann die Erkundung und Forschung. Haben wir jetzt abgeschlossen. Und im dritten Teil machen wir Katalyse-Reaktionen. Na dann, bis dann. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.